Hey Leute, was geht? Wir sind gerade fertig mit dem Boxen. Ich bin auch ziemlich im Arsch. Ich muss leider das Thema Boxen erstmal beiseite schieben. Ja, mir fällt es sehr schwer jetzt, weil ich jetzt eine echt blöde Verletzung habe. Zwar haben wir vorletzten Samstag Sparring gemacht und ich habe irgendwie blöd getroffen. Kann noch passieren. Und habe mir irgendwas hier mit dem Knochen getan oder im Handgelenk vielleicht irgendwas passiert. Ich weiß es nicht. Jetzt habe ich leichten Schmerz und wenn ich Stoßbewegungen ausübe, habe ich echt bösen Schmerz. Und es geht wirklich nur noch mit Tippen. Und dann lasse ich das erstmal weg und werde die Zeit jetzt nutzen, um die Kicks jetzt wieder ein bisschen mehr hervorzuholen und euch vielleicht das eine oder andere zu zeigen. Ich habe früher sehr gerne gekickt. Ich habe einen guten Meister gehabt. Das war der Hans-Gerd Hinz und bei dem ist Kicken halt echt geil, ja, weil der konnte richtig geil kicken, der kickt immer noch saugeil. Ich weiß nicht, wenn ihr mal Hans-Gerd Hinz eintippt auf YouTube, der hat mal was hier vorne vor dem Römerkastell gemacht mit Formenlauf, also der hat es echt drauf gehabt. Ja, das war auch ein super Trainer, da war ich ein kleiner Scheißer, bis ich 16 war, war ich bei dem und dann bin ich gewechselt zum Thomas Ungeheuer, der geiles Wissen gehabt hat, was es Leichtkontakt angeht und sowas, ja? Leichtkontakt und was er aber nicht hatte, ja? Und beide hatten es nicht, das Wissen, was Low Kicks angeht, ja? Und die Low Kicks bzw. Leg Kicks, Low Kick heißt einfach tiefe Kicks, tiefe Tritte, alles was ab der Gürtellinie runter geht, ist einfach ein Low Kick, ja? Also für euch jetzt mal so der Grundbegriff Low Kick, alles ab der Gürtellinie tief runter, ja? Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Der Navid ist da, der ist jetzt auch zwar kein Kicker, ne, der boxt auch ziemlich gut, ziemlich Granate der Kerl. So, Navid, stell dich mal links nach vorne. Ja, und wenn ich das Training anfange, ich zeige euch verschiedene Kicks und wie ich die auch so ein bisschen trainiere. Ja, wie immer. Ganz easy. Wenn wir das Training anfangen, sage ich öfter mal, hey, zum Abhärten immer mal so zwei Kicks. Ja, hier mal links, mal rechts, einfach mal hier. Eins und zwei, boom. Innen, außen, an der anderen Partner. Ganz locker, ey, boom. Nee, nicht aufs Schienbein, weil wenn du mich hier am Knochen triffst, ja, oder am Knie, tust du dir selber weh. Das will ich vermeiden. Deshalb nehme ich als Trefferfläche am besten ab dem Knie hier dieses kleine Stückchen, ja, dieses 10 cm, knapp über dem Knie. Ja. Wenn ich dem Gegner aufs Knie trete, riskiere ich eine Verletzung, eine Invalidität, ja, des Gegners. Auch wenn ich ihn absolut hasse, ja, möchte ich doch keinem irgendwie das Knie so kaputt machen, dass er bis ans Lebensende nur noch humpelt. Ja. Also das ist nicht Sinn der Sache bei mir. Ja. In der Selbstverteidigung sieht es anders aus. Wenn da irgendeiner vor, also eine Gruppe vor mir steht, werde ich das in Kauf nehmen. Ja, im Kampf aber nicht. Ja, ich will Fair Play, ja, oder Fair Fight. Deshalb knapp übers Knie am besten. Hier ist die beste Trefferfläche. Wenn die höher geht, ist das der dicke Muskel, der ist auch irgendwann taub. Ja, dauert nur ein bisschen länger. Und immer zweimal. Boom. Jawohl. Eins und zwei. Ey, yo. Hup. Und dann komme ich wieder. Eins und zwei. Ey, dazu wieder. Ey. Ey, yo. Ich wieder. Ey, ey. Ich wechsle die Beine ab. Ey, ey. Jetzt geht es einfach nur um die Bewegung und die Abhärtung. Ja, ihr seht, das. So was mache ich nicht im Kampf. Also ich stelle mich nicht hin, eins und zwei, boom. Ja, oder hier, boom, ey. Ja, da ist kein Saft drin und alles easy. Ist nur für die Abhärtung. Und jetzt schaue ich aber schon mal, dass ich auch richtig treffe. Ja, weil ich möchte mit dem Schienbein am besten, mit dem unteren Teil, ja, schön in den Muskel hier reinfahren. Und auch wenn ich das locker mache, ja, und den richtigen Punkt erwische, tut das weh. Ja, das ist nur ein ganz leichtes, ja, aber es tut schon weh. Ja, und das habt ihr dann, wenn ihr mit Leuten diese Aktionen macht, die das schon lange machen. Ja, ich fange immer an zu lächeln, wenn es neue sind, Anfänger sind und die Dinger kriegen und oh, fange an zu humpeln. Und von mir war das wirklich nur so ein Tippen. Ja? Aber dafür müsst ihr wissen, wenn ihr euch komplett hier reinlegt,
kann es passieren, dass ihr mit der Kante trefft, ja, aber viel geiler ist es, das ist jetzt so ein kleiner Assi-Tipp und Trick von mir, wenn ihr das Bein, das hat mir der Flo gezeigt gehabt, hier habt ihr Muskeln, ja, das hier ist alles Muskel, ja, hier habt ihr eine Kante vom Bein und hier habt ihr das breite Schienbein, ja, und wenn ihr hier mit der Seite, also nicht komplett hier reingeht, weil dann kommt ihr eher mit dem Muskel drauf, ja, der wird mehr polstern, ja? Wenn ihr das Bein hier so leicht im Winkel nehmt, boom, und versucht mit der Kante quasi so anzutippen, ja, und wenn ihr mit der Kante antippt, boom, das ist das, was wehtut und in den Muskel reinschneidet. Ja, das ist ziemlich cool. So, damit, boom, ey, yep. Ey, jupp. Und jetzt kommst du ein bisschen härter, komm. Ey, komm härter, komm. Ey, komm, ey, härter, komm. Ey, komm härter. Ey, komm härter. Ey, komm, ey, komm. Ey, komm, ey, komm. Und da geht einiges. Ja? Wenn ihr das lange trainiert, ihr lernt den Schmerz irgendwie hinzunehmen, beziehungsweise das Bein standhafter zu machen. Ja, wenn ihr anfangt, tut es schon nach dem zweiten oder dritten Weg. Ja, da habe ich auch keinen Bock mehr gehabt, auch während dem Sparring. Aber da muss man durch. Ja, und je öfter man das trainiert, desto härter kann man kommen. Ja, und dann denkt der andere, oh fuck, Mann, was hält der eigentlich aus? Ja, das wird komisch. Ja. So, zum anderen müsst ihr wissen, die Außenseite lässt sich besser trainieren als die Innenseite. Die bleibt immer ein bisschen weicher und das ist immer ein bisschen schwieriger. So, und aber nichtsdestotrotz, Standard-Low-Kick, hier von außen reingezogen, boom, mit dem Schienbein, ja, oder von innen, boom, auch mit dem Schienbein. Ich nehme da lieber das Schienbein, weil der Knochen an sich, ja, ist sehr stabil, ist relativ massiv, ja, und wenn ich, manchmal kommt es vor, dass ich da immer noch mit dem Fuß spannend klatsche, ja, ist das hier so, klatscht, da ist es gefährlich, wenn er blockt, ja, wenn er das Schienbein hochbringt, oder gar nur das Knie, und ich knall hier mit dem kleinen Fuß spannend drauf. Der Fußball ist nicht klein, aber der hat ganz viele kleine Knochen. Ja? Die gehen sehr schnell zu Bruch. Das müsst ihr auch mal vor Augen haben. Ja? Und mein zweiter Trainer, da habe ich ja das erste Mal im Low-Kick gekämpft. Ja? Der hat mir nie richtig erklärt, wie das geht. Ja? Und da war es mehr so ein Schnappen aus dem Kickboxen, Karate-Kickboxen. Ja? Beim Hansi ist Karate mehr drin. Ja? Und da habe ich mehr so geschnappt und habe mir selbst zusammengesponnen, dass der Kick, wenn ich das Bein bewege und dann boom, rausspanne, ja, dass das härter ist. Ja, und dabei ist es absolut gefährlich. Ja, wenn ich dann mit dem Fuß spannend treffe, tue ich mir verdammt weh. Und wenn das Bein so ein bisschen rauszieht und ich bin zu weit weg, wer hat es von euch nicht schon erlebt? Angeknackte Fußzehen. Ja, ich komme hier mit dem Fußzehen gerade so ran und knick um. Und dann habe ich den Salat hier, das Gelenk wird dick. Scheiße. Fuck. Ja, und absoluter Mist. Deshalb eher einen Ticken näher und dann hier, boom, mit dem Schienbein, ja, versuche ich reinzugehen. So, und jetzt müsst ihr auch darauf achten, dass es nicht nur, da am besten das Ding aus dem Thai-Boxen nehmen, nicht nur auf den Punkt treten, ja, weil im Thai-Boxen haben wir hier, boom, im Kickboxen kicken wir oft nur zum Punkt, hier, boom, ja, und ziehen wieder zurück, ja. Im Thai-Boxen will ich das durchziehen, ja. Das heißt, wenn wir Schütze an hätten, ja, dann kann ich auch locker mal hingehen. Jetzt muss ich ihm das Bein nicht durchdrehen. Ja, bei dem Polster kann ich volle Lolle reinhauen, so wie ich das im Kampf mache. Aber jetzt gehe ich hin, wenn ich Schütze anhätte, bewege ich das Bein rein. Ich lasse es hier steif. Seht ihr, ich habe einen leichten Winkel im Bein. Ich habe es nicht komplett durchgestreckt. Ich habe einen leichten Winkel im Bein und versuche ihm das Bein hier zu dem anderen durchzudrücken. Ja, weil das Bein hier ist eigentlich mein Ziel. Ich gehe hier rein, boom, und versuche das so rüberzubringen. Ja, hier rein, boom, und das Bein rüberbringen. Ja. Und er merkt schon einen enormen Druck. Ja? Das heißt, ich versuche ihm die Beine unterm Arsch wegzufegen. Und das ist das, was es dann richtig intensiv macht. Ja? Nicht das Kicken hier zum Bein und versuchen irgendwie da einen Schaden zu erzeugen, sondern versucht die Beine hier richtig wegzuhauen. Ja? Er lässt jetzt locker. Ja? Lass mal stehen. Lass mal stehen hier. Und ich biege das raus. Und ich merke einfach, wie mein Körper wuchtig das Bein versucht, hier als Einheit wegzuschieben. Ja, und das ist das, was ich haben will. Ne? So, und jetzt habe ich nochmal, damit wird gleich abgeholt, ganz kurz noch, drei Möglichkeiten, die ich am Polster gerne zeige. Ich mache das ganz gerne wie so ein
Holzfäller. Ja, damit vergleiche ich die Arbeit so ein bisschen. Ich stelle es mal hin. So, am Polster können wir am Polster nochmal zeigen? Einen Moment. So, halt das Polster mal seitlich. So, auf das Bein. Ich hacke einmal leicht von unten hoch. Ja? Dann hacke ich mit der Hüfte von oben runter. Ja? Hier hoch und runter. So, und dann haue ich den Splitter raus. Ja? Das heißt, einmal hier mittig rein. Ja? Dann wieder. Einmal richtig seitlich halten. Ja? Das Knie in die Richtung auch drehen. Genau, und anwinkeln. Nee, das Bein nicht nach außen stellen. Ein bisschen mehr. Nee. Genau, nicht zu sehr verdrehen. Mhm. Ja? So, dass die Fußzehen in die Richtung zeigen. Das Knie anwinkeln. Das ist ganz wichtig, wenn ihr das Polster haltet, das Knie anwinkeln. Ja? Wenn ihr es durchgestreckt habt, haue ich euch das Knie durch. Ja? Dann ist es scheiße. Ihr müsst aufpassen, hier anwinkeln. Ja? Und dann wieder choppen. Ja? Also hier, boom, von unten leicht angestreckt hoch. Hier. Hey. Dann hoch und dann mit der Hüfte von oben runter und dann von der Seite quer rein, die Beine quasi wegfegen. Ja? Diese drei Dinge mache ich ganz gern. So, dann kann man auch gesprungene machen, die zeige ich aber ein andermal. Eine Sache will ich euch noch zeigen. Ja, ich habe gedacht, jetzt bin ich gewappnet, es läuft alles gut. Übrigens habe ich noch ein Video, das werde ich euch verlinken, habe ich schon mal gemacht mit effektiven Techniken gegen Boxer. Ja? Und da ist der Low-Kick auch super effektiv. Wenn er vorne geht, ich haue ihm das Bein weg. Da ist, jetzt zum Schluss gleich nochmal verlinkt. Ja? So, wenn er vorne steht und wir kämpfen und ich sehe sein linkes Bein ist vorne. Ja, das ist ziemlich geil für mich, weil da gibt es jetzt eine Sache, da hat mich der Ibo mit zerstört. Ich glaube, in dem anderen Video habe ich das auch geklärt. Aber wenn nicht, dann jetzt nochmal. Ja? Und zwar, wenn wir hier fighten, ja? Und ich drehe mich jetzt über den Rücken ein. Ich drehe mich über den Rücken ein und ziehe aber hier das Bein, also mit der Hacke durch. Ja? Und ich hacke ihn quasi hier in den Innenschenkel rein. Er wird denken, hey, da kommt vielleicht hier, ey, boom, ein Sidekick. Okay, einmal gemacht. Ja, und dann der zweite, ey, hier, boom, kommt hier mit der Kante. Das müsst ihr vorher ein bisschen üben, aber es funktioniert Hammer. Ja? Wenn ihr jemanden habt, der so vorne steht, mit den Beinen zu weit vorne, oder wenn ihr sogar einen habt, der eher seitlich kämpft, dann ist das Bein Standard vorne. Ja? Geil, ja, dann boom, mit der Hacke schön einfach nur boom, den Schenkel zerstören. Ja? Das ist eine miese Nummer. Ich danke dir alle. Ja? So, Leute, für euch, ich hoffe, es gefällt euch. Könnt ihr gerne nochmal in die Kommentare schreiben. One Love, ja, das Video ging an dich. Bisschen Leg-Arbeit, also ja, Leg-Kicks, ja, hat es dir gewünscht gehabt. Und cool. Ansonsten, bis bald, Leute. Ich zwischendurch hatte ich mir überlegt, vielleicht noch mal ein paar abgefahrene Videos hochzuladen, um einfach nur mal ein paar Klicks zu kriegen, weil der Kanal doch relativ langsam wächst. Der Darius ist ja schon voll an mir vorbeigezogen, ja, der macht aber auch nochmal anderen Content. Und der Marek von Padman Sports, ja, der hat mich jetzt auch schon überholt, aber das ist gut. Ja, ich freue mich für die Jungs, absolut. Überleg aber selbst, ey, nicht aus Neid, ja, aber wie kann ich denn das den Leuten nochmal schmackhaft machen? Weil ich sehe jetzt auch anhand der Klicks die Trainingsvideos, die ich euch vorzeige, beziehungsweise wie ich ein Training aufbaue, ja, finde ich, ich für mich persönlich interessant, weil das kann mich weiterbringen. Ja, ich weiß, hey, alles klar, das kann ich jetzt mal so trainieren und es sind ja verschiedene Stufen, die ich euch zeige. Das, hey. Wieso habe ich euch das eigentlich nicht als Trainingsplan verkauft? Keine Ahnung, keinen Bock drauf gehabt. Ja, ich zeige es euch so. Aber die werden halt nicht so oft geklickt. Ja, das ist nicht so interessant. Ich glaube, wenn man es verkauft und für viel Geld verkauft, werden es die Leute auch eher kaufen. Ja, ich glaube. So, ich schaue einfach mal. Ja, ich habe mir überlegt, wenn ihr Bock drauf habt und die Hand wieder gesund, nee, das sage ich euch nicht. Das sind nämlich noch ein paar andere YouTuber, die lauern und vielleicht klauen sie mir die Idee. Die finde ich nämlich ziemlich geil und lasst euch überraschen. Leute, ich wünsche euch allen einen schönen Abend und bis bald. Ciao.